Heute bin ich gemeinsam mit Felix unterwegs bei eisiger Kälte zu einem verlassenen Hotel. Dieses liegt sehr zugeschneit mitten in einem kleinen Dorfabschnitt. Auf dieser Erkundungstour fanden wir nicht nur ekelerregende Dinge aus vergangenen Tagen. Ganz viel Jodsalz, Fleischsalat. Boah. Oh. Ich muss hier weg, Alter. Dann. Oh. Sondern ich traf hier auch das erste Mal meinen guten Freund Surrender zusammen mit seiner Freundin. Das ist er, der Livestream-Man auf Live. Vielleicht ist er gerade ein bisschen nervös, er muss erstmal klarkommen. Ja, genau. Jetzt habe ich ihn noch ein bisschen überrumpelt. Ich bin gerade ein bisschen überrumpelt. Gemeinsam erforschen wir hier jede Ecke des alten Hotels. Mein Name ist Paul Schridde, ich bin Abenteurer und das ist mein Kanal. Moin Leute, mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal. Gemeinsam mit dem Felix bin ich heute wieder unterwegs im Harz. Der letzte Tag im Harz steht heute an und heute befinden wir uns mal wieder in einem Hotel, in einem verlassenen Hotel, wie so oft hier im Harz. Ja, wir wissen noch gar nicht so viel über dieses Hotel, außer dass es, glaube ich, ein nicht ganz so luxuriöses ist, wie das, was ihr vielleicht in einem der letzten Videos gesehen habt. Trotzdem gab es hier einen schönen Pool, der gefroren ist. Es ist arschkalt heute. Ich glaube, minus 12 Grad war heute angesagt. Dementsprechend zittern wir auch so ein wenig vor uns hin. Und ja, wir schauen mal, was uns in diesem Hotel erwartet. Und ich würde sagen, wir legen direkt Lösle. Den Eingang gefunden haben wir tatsächlich auch in der Nähe des Pools. Deswegen fangen wir auch am Pool an. Hier haben früher natürlich die Leute gebadet und hatten einen schönen Ausblick in alle Richtungen. Es ist so ein bisschen wie so ein großer Wintergarten, in dem dann hier dieser Pool ist. Und hier unten befindet sich tatsächlich noch Wasser im Pool. Ob das zurückgelassen wurde, keine Ahnung. Dass das Wasser einfach noch drin ist aus der Zeit, als das Ganze noch genutzt wurde. Und natürlich ist es auch so kalt, dass... Oh, ich kann es euch auch mal zeigen. Hier ist alles gefroren, komplett. Eine Wassertiefe von 1,50 Meter, also auch nicht besonders tief, aber ein paar Bahnen konnte man hier wunderbar schwimmen. Wenn man hier vom Pool weitergeht, dann kommt man direkt an eine Sauna. Naja, eine typische kleine Sauna. Hier konnte man den Aufguss machen. Und direkt daneben scheint sich auch noch eine kleine Sonnenliege zu befinden. Komischerweise ist es dort ziemlich gammelig. Wer weiß, was da wieder passiert ist. Hier auch eine Leiche gelegen hat über Jahre. Und Leute, es sieht alles so ein bisschen selbstgemacht aus. Es ist uns gerade schon aufgefallen. Hier diese Verstrebungen, das ist alles so komisch in den Raum hereingesetzt. Als hätte man diese ganzen Teile, hier ist ja auch nochmal eine Tür, wahrscheinlich mit Toiletten, ah ne, es sind Umkleidekabinen, so selber hier reingebaut. Und da ist auch noch so eine kleine Lücke hier drüber. Hier sind ganz viele Energy Drinks, teilweise Ablaufdatum 2002 und älter. Tunnel zum Beispiel oder Autoradioland. Ganz viele Energy Drinks, die alle noch voll sind, die hier einfach noch rumstehen. Diese Location war mal wieder eine besondere, denn hier wurde mal sehr viel handwerkliches Geschick investiert, um diesen Ort zu einer schönen Heimat für Winterurlauber zu machen. Das Hotel war vielleicht nicht besonders groß, aber dieser Pool war sicherlich nicht zum Nachteil der Gäste. Nun lag alles brach und verfiel leider zusehends. Weiter von den Liegen und vom Poolbereich geht es jetzt in die Duftzone. Wir haben es so getauft, weil es hier, ich habe es noch nicht erwähnt, wirklich so arg nach Kloake riecht, wirklich nach Kanalisation. Man denkt hier wirklich, hier liegt der Laich. Das haben wir so beide noch nie erlebt. Es ist wirklich, dir beißt richtig dieser Gestank aus der Kanalisation in der Nase, als lägen hier 100 Ratten oder so rum, die am Vergammeln wären. Es bringt halt auch nichts, durch den Mund zu atmen, weil dann schmeckst du es. Ja. Okay Leute, weiter geht es. Durch einen längeren Flur, in dem sich hier, oh, ganz viel von Funny Kartoffelpüree eingepackt befindet. Wann ist denn hier das Ablaufdatum? Ökotest ist auf jeden Fall 2006. Ah, hier oben steht's, Leute. 2008 abgelaufen. Das erste Indiz
dass dieses Hotel verlassen wurde 2007 oder 2008, je nachdem wann das gekauft wurde. Was mich natürlich auch wundert, da sollte man auch immer ein bisschen dran denken, wenn man in so günstigen Hotels übernachtet. Vieles, was an Essen zubereitet wird, wird tatsächlich mit solchen Fertigmischungen gemacht. Da gibt es also nicht immer gelernte Köche, die da irgendwas zusammenkochen und schöne Gerichte sich überlegen und mit Liebe kochen. Das gibt es natürlich auch in günstigen Hotels, keine Frage. Aber es gibt auch ganz oft eben diese Hotels, wo sowas ganz lieblos mit Fertiggerichten von Funny eben in riesigen Packungen, die man vom Großmarkt geholt hat, eben zubereitet. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen fragwürdig. Okay, da oben sehe ich schon stehen. Weiter geht's Richtung Küche. Und auch dort lässt sich sicherlich erahnen, wie hier gekocht wurde. Hier also die große Küche. Auch dort vorn wieder Lagerräume. Hier ein Kühlraum. Boah, Leute, und überall riecht es hier. So furchtbar. Hier sind sogar noch alte Holzschränke benutzt worden zum Kochen. Ob das so hygienisch alles hier richtig war, ja, lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Und auch hier riecht es aus jedem Rohr ganz, ganz schlimm. Hier ist alles verschimmelt, Leute, und verrostet. Eine Kombination aus beidem. Ganz viel Jodsalz, Fleischsalat. Boah, Leute, das ist total ekelhaft. Es riecht so stark. Leute, da unten ist sogar noch Fleisch und Fisch drin. Was war schon... Oh. Ich muss hier weg, Alter. Dann, oh. Oh. Guck mal. So, ich hoffe, man versteht mich. Also sowas habe ich tatsächlich echt bis jetzt noch nicht erlebt. Guck mal da rein. Leute. Ja. Ich muss gleich kotzen, Alter. Guck gleich so lange rein. Das sind alles Maden. Boah. Guck mal da rein, Leute. Das ist eklig. Es stinkt. Da ist alles voller Fleisch. Alter. Hast du gekotzt? Mhm. Hat sich so angehört. Boah. Ja, die Küche. Auf der wir jetzt ganz schnell wieder verschwinden. Leute, einfach weg hier. Komm, raus. Es stinkt und stinkt und schimmelt und gabbelt. Raus aus der Küche. Hier oben sieht es auf einmal ganz anders aus. Hier ist auf einmal alles noch, als hätte gerade jemand ausgecheckt. Das Bett wurde neu gemacht. Und alles steht so da, als könnte man direkt einziehen. Ein ganz, ganz anderes Feeling als unten. Noch im Keller oder in der Küche. Die Betten sind noch gemacht. Auch hier mit diesem Knick, den man da immer ins Kissen reinmacht. Hier steht noch ein Telefon. Ob das noch angeschlossen ist? Nee, angeschlossen ist es nicht mehr. Hier sind ein paar Telefonnummern auch. Polizei, Feuerwehr und Rezeption hatte die Nummer 9. Und hier oben eben diese klassische alte Lampe. Da stellt man sich doch wieder die Frage, warum etwas so verlassen wird. Was bewegte die Leute dazu, so schnell etwas aufzugeben, dass sogar das Fleisch unten noch in der Kühltruhe lag und hier die Betten einfach noch gemacht sind? Wahnsinn. Ein wunderschönes altes Schlafzimmer erstaunte mich an diesem Ort. So gut erhalten, dass ich sofort hätte einziehen können. Die Betten waren noch gemacht und alles war sauber und ordentlich. Sehr eigenartig. Anscheinend wurden hier auch Wohnungen angeboten, denn hier gibt es eine sehr, sehr großzügige Wohnung mit einem großzügigen Bad, was sich dort befand. Einer riesigen Sitzecke, allerdings noch ohne Fernseher. In der Sitzecke finden wir übrigens Zigaretten, die noch nicht so alt sein können. Mit einer Fernsehzeitung in der Ausgabe 2009 Nummer 24. Also noch nicht so alt. Aber 2009 bestätigt wieder das, was wir unten gesehen haben. 2008 oder 2009 wurde dieses verlassen. Und hier neben der Sitzecke befand sich dann auch hier wieder ein großzügiges Schlafzimmer mit Bett und Möglichkeiten zum Händewaschen und einem großen Schrank. Was hier etwas komisch ist, hier sind zwei Kissen übereinander. So mache ich das zu Hause auch mal ganz gerne. Und halt noch so ein bisschen höher liegen möchte. Und hier ist ein völlig verwuscheltes Bett. Auch sind die Gardinen hier zugezogen. Ich könnte mir also vorstellen, dass hier in diesem Bett mal jemand gepennt hat. Vielleicht über Wochen, Monate hier gelebt hat. Und sich diesen Ort hier als Wohnort genommen hat. Weil er keine andere Möglichkeit sah. Weil er obdachlos war oder in einer finanziellen Not war. Keine Ahnung. Leute, kurze Unterbrechung.
aus. Nicht, weil irgendjemand uns erwischt hat, sondern weil eine ganz, ganz besondere Person jetzt noch dazu stößt. Mal gucken, ob sie mit reinkommt in die Location, aber zumindest ist eine ganz besondere Person am Start. Hi, grüß dich, Paul. Hi. Sven, lass ich drücken, Alter. Na, du. So, Leute, da ist er. Surrender live on stage. Ich habe dich gerade nämlich schon angekündigt. Ja, geil. Leute, das ist Surrender. Stell dich noch mal kurz vor. Für die, die ich noch nicht kennen. Es geht direkt los. Es geht, oh, klar. Ja, der Surrender weiß gar nicht, was er sagen soll. Nee, absolut gar nicht. Ich komme auch dazu, Surrender. Da ist er. Der Livestream-Man auf live. Vielleicht ist er gerade ein bisschen nervös. Er muss erst mal klarkommen. Ja, genau. Jetzt habe ich ihn noch ein bisschen überrumpelt. Ich bin gerade ein bisschen überrumpelt. Also, ja, ihr kennt mich aus dem Livestream, zumindest meine Stimme. Und, ja. Hier stehe ich jetzt mal vor euch. Jetzt habt ihr einfach mal ein Bild. Und auch das erste Mal haben wir uns jetzt gesehen. Gerade das erst. Das erste Mal. Ja, ich hatte die Kamera auch schon an, als ich hingekommen bin. Deswegen ist jetzt alles drauf. Ja, ja. Okay, Leute, wenn wir hier weitergehen, dann kommen wir tatsächlich, naja, erstmal in den Flur und dann als nächstes. Schönen guten Tag. Da draußen sind erstmal andere. Okay, Leute, sowas kann natürlich auch immer wieder passieren. Passanten, die draußen rumlaufen und reingucken. Also hier haben wir den Bereich, wo man speisen konnte. Hier ist eine Bar, eine relativ schöne Bar, in der auch noch einige Flaschen, Gläser und Stühle stehen. Alles zwar schon etwas unordentlich und auch viele, viele Unterlagen liegen hier. Und Leute, ich könnte mir hier vorstellen, dass hier so eine kleine Krisensitzung gehalten wurde. Sprich, dass hier die Leute, die vielleicht Anteile an diesem Hotel hatten oder der Besitzer mit seinen Beratern, sich hier zusammengesetzt hat, alle Unterlagen auf verschiedenen Tischen ausgebreitet hat und dann eben darüber diskutiert wurde, wie man das Ganze hier stemmen kann. Denn hier sind Unterlagen von Siemens, noch unausgepackte Karten vom Premiere, Finanzamt Goslar, Einstellung eines Betriebs. Also da wurde noch mehr eingestellt. Eine Kasse, in der vielleicht irgendwelche Dinge geregelt wurden. Zusammenstellung der Werte, Objekt. Das heißt, hier wurden Schätzwerte erstellt, wie teuer dieses Objekt gewesen sein könnte. Das hier ist auf jeden Fall sehr gut möglich. 445.000 Euro ist die Wertermittlung, die hierbei rausgekommen sind. Das ist ein relativ geringer Preis, wenn man davon ausgeht, wie groß dieses Gebäude ist. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass das Ganze hier im Harz steht und nicht irgendwie in Hamburg an der Alster. In der Bar stehen sogar noch die Gläser und volle Flaschen Bier. Wenn man hier die Schubladen aufmacht, wird sich wahrscheinlich auch noch mehr finden. Bier, Schwepps, eben die typischen Getränke, die man in fast jeder Bar kriegt. Und auch die typischen Schubladen. Oh Gott, Leute, das ist wieder pervers. Hier geht's genau wieder so weiter wie unten. Ein völlig Oh, ich krieg die Krise hier. Überall schimmelt's in irgendwelchen Schränken, weil die hier wirklich alles genauso zurückgelassen haben. Diese ganzen Schnapsgläser, ich weiß nicht, was da noch drin war, vielleicht an Schokolade oder Kuchen oder so, ich konnte es gar nicht mehr richtig erkennen. Alter, zieht euch eine Maske an in solchen Locations. Ich weiß nicht, wo meine ist, sonst hätte ich sie angezogen. Leute, hier ist, oh, ich weiß, ihr seht mich gerade nicht, man kann es so aufziehen und hier sind dann tatsächlich noch Geschirrsachen drin. Sehr cool, hier sind noch Tassen und das Ganze konnte daneben hoch und runter fahren. Machen wir es wieder zu. Was hier auch zu finden ist, sind private Bilder von einer bestimmten Person, die immer wieder auf den Fotos auftaucht. Auch hier vorne immer wieder die gleichen Bilder. Es könnte natürlich sein, dass diese Person, vielleicht der Besitzer dieser Anlage, auch verstorben ist und das Ganze deswegen so plötzlich verlassen wurde. Vielleicht durch einen Unfall. Denn er sieht auf dem Foto ja noch relativ jung aus. Hier im Speisesaal bröckelt tatsächlich schon alles von den Wänden ab. Hier liegt schon ganz viel Putz auf dem Boden und die Tische und Stühle sind schon richtig mit so einer Staubschicht bedeckt. Hier ist schon richtig was runtergekommen. Aber hier wurde dann gespeist, fröhlich zusammengesessen, geredet, diskutiert, gelacht, geweint. Eben das, was man so in einem Speisesaal macht. Irgendwie ein trauriger Anblick hier. Vor allem, wenn man so ein bisschen eintauchen kann wieder in die Hintergründe, warum das Ganze verlassen wurde. Die Vorstellung, dass an dieser Bar zuletzt keine schöne Stimmung mehr herrschte, da hier überlegt werden musste, ob man aus der finanziellen Notlage wieder herauskommen konnte, war keine schöne. Lieber wollte ich daran denken, wie dieser Ort einmal war, als hier noch reges Treiben herrschte und hier fröhlich gespeist wurde.
Okay, Leute, dann gehen wir jetzt nochmal eine Etage höher. Auch hier sollten sich Betten befinden. So ein altes, typisches Treppenhaus. Mit rotem Treppenbelag. Mal sehen, was hier oben noch los ist. Wenn wir hier jetzt nochmal weitergehen, sieht man direkt einen ganz schönen Sessel mit einem Fernseher. Hier ist also ein Einmannzimmer. Relativ klein, aber trotzdem größer als so manch anderes Hotelzimmer. Auch hier wieder dieser eklige Geruch aus dem Badezimmer. Ich denke mal, hier oben werden jetzt nur noch Zimmer sein. Das Komische ist, und das verstehe ich immer nicht, unten ist alles ramschig und hier oben liegen die Betten einfach noch genauso da, wie sie verlassen wurden. Das macht die Sache natürlich extrem interessant und schön für euch zum Anschauen, aber so ein bisschen komisch finde ich's. Was auch immer ein bisschen merkwürdig ist, es gibt hier immer zwei Türen. Sprich, du kannst diese Tür hier zumachen vom Zimmer, die ganz normale Tür. Und dann auch noch diese komische Ledertür hier, die wahrscheinlich als Schallschutz diente. Die konnte man hier nur ranziehen, nicht abschließen. Und da hatte man hier zumindest nochmal so einen Schallschutz. Und das Ganze war wahrscheinlich ein bisschen besser vor Klang abgedichtet. Guckt euch mal diesen Raum hier an. Da ist einfach eine Toilette in einen anderen Raum mit reingebaut worden. Hä? Hier war kein Platz mehr für eine Toilette. Dann hat man da Fliesen hingesetzt. Und eine... Was? Eine mini, mini, mini kleine Dusche. Wartet, Leute. Boah. Was ist das denn? Ich stehe jetzt in dieser Dusche, hier ist kaum Platz, man kann sich kaum bewegen. Hier drin soll man geduscht haben? What the fuck? Leute, hier oben sind zwar noch viele Räume, die aber immer wieder gleich aussehen. Eben das, was ein Hotel zwar spannend macht, aber eben auch wieder auch nicht, weil es immer wieder sich wiederholt. Wir sind alle Räume durchgegangen. Ihr konntet einen guten Eindruck über das Hotel gewinnen und über die Geschichte. Schaut gerne bei Felix auf dem Kanal vorbei. Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Hallo. Da hat er gerufen. Schön, dass Surrender mal kurz mit dem Video zu sehen war. Ich denke, der ein oder andere von euch sollte ihn kennen. Und in dem Sinne würde ich dann sagen, bleibt frauengesund und bis zum nächsten Video. Ciao. In dem Sinne würde ich dann sagen, bleibt frauengesund und bis zum nächsten Video. Deine erste Erinnerung? So um den Dreh laufen lernen. Du hast die Beine in der Hand, obwohl du kaum laufen kannst. Du bist raus in die Welt, du bist drauf und... Tausch das Kinderbuch gegen Winterschuhe.